Uts, 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 uts. Hallo und willkommen zurück in der Woche der Hosenkorb-Look-Alike-Show, wie auch immer. Uts, 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 wo wir uts, nichts machen. Uts, uts. Hosenkorb-Do-Alike, nicht Look-Alike. Do-Alike, Entschuldigung. Ganz und darum haben wir beschlossen, wir bauen jetzt ein neues Gebäude. Ja, und reißen dafür erstmal das alte ab. Richtig. Das total sinnlos war, weil es nicht funktioniert. Wir haben Operation Freeing Cows gemacht. Ja, ja, im Grunde ja. Apropos Uts, 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 genau. Uts. Und Uts, Uts, Uts ist auch das Thema. Ja, Uts. Weil? Ja, wir haben fancy Steine gefunden. Und wir bauen jetzt was Schönes. Was? Die haben sich voll versteckt, die Steine. Warum steht da genau nicht, weil du sie gefunden hast? Im NEI cool. Haben wir sie gefunden. Richtig. Ja, wir bauen jetzt ein Gebäude und das werden wir wahrscheinlich nicht diese Folge fertig schaffen. Aber die Personen, die da drin leben werden, die müssen wir dann auch noch beschaffen. Genau. Ja. Also ich hätte, wenn ich mal so frech sein darf und Bauideen geben kann. Ja, ja, schön bauen. Du musst dir üben, schön bauen zu lernen. Genau. Richtig. Kein Problem. Ich weiß jetzt nicht. Üben, es zu lernen. Ja, also da fängt es erstmal mit an. Den Eingang machen. Mit was soll ich das jetzt abstecken? Mit Dirt? Ich glaube, wir sollten sagen, was wir machen. Das wäre sonst ein bisschen. Ja. Dann sag doch. Uts, uts, uts. Wir bauen eine Disco. Genau. Die piratenmäßige, imba-tolle Disco. Ja. Schau mal, Daniel. Namensvorschläge für diese Disco werden noch angenommen. Und deshalb reißen wir erstmal das alte Kuhgehege ab, ja? Wenn wir hier das, wo du jetzt hier gerade abreißt, bis hierhin, wo jetzt hier die Löcher drin sind, das sozusagen so als Eingangshalle nehmen und dann hier runtergehen in Untergrund, weil die Disco muss natürlich unterirdisch sein. Ja, sonst haben wir ja Lärmbelästigung und so genau weiter. Das heißt, also hier hätte ich eben so den Eingang gemacht und dann hier treppenweise runter. Und dann, wenn man unten ist, kommt dann der große Hauptraum. Okay. Wo kommt die Garderobe hin? Ja, das ist ja hier so Eingangsbereich mit meinetwegen hier drüben Garderobe und sonst was, wo dann hier irgendjemand am Schalter steht und die Garderobe in Empfang nimmt hier so. Mhm. Sollen wir die Blöcke mal zeigen, die wir gefunden haben? Mach doch. Die wir verwenden werden. Nachdem es eine Baufolge ist, ist das sicher deine Aufnahme. Ja, vielleicht. Wir haben diese netten Futura-Blocks. Die sehen so erstmal ganz cool aus. Aber sobald die eine größere Fläche haben, sind die bunt. Ja, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und da gibt es noch ein paar andere. Und zwar die von vornherein schon mal sehr bunt sind. Ja. Ich finde, die eignen sich super als Disco-Blöcke. Irgendwie sowas. Na dann. So könnte man dann sogar eine gute Wand hinkriegen, ja. Also das wird eine sehr interessante Disco. Natürlich wird es eine interessante Disco. Es wird ja auch eine piratige Disco. Pisto. Ja, ich bin gespannt, wie lange man braucht, um da Augenkrebs zu kriegen. Aber gut. Nicht lang. Nicht lang. Okay, also wo wolltest du? Achso, hier oben überirdisch ist die Vorhalle und dann hinten geht's runter, oder? Genau, hier geht's runter, wo ich hier gerade mache. Okay. Okay. Dann ist die große Frage. Flo arbeitet noch an meinen Schuhen, habe ich gehört, gell? Ich arbeite gerade an Schuhen, ja. Das ist toll. Macht eine Ausnahme von unserer Pause und ist tatsächlich produktiv. Mein Hammer fehlt mir gerade auf. Ja, das ist. Kenne ich auch, dass Dinge hier fehlen. Das ist bescheuert. Gut, das heißt, das muss auch weg. Ist der noch irgendwo im System? Ist die Vorhalle dann normal? Ja, die ist, würde ich sagen, schwarz und so, also schwarz, dunkel. Was gibt's denn für schöne schwarze Blöcke? Block. Mein Hammer fehlt echt.
Ist der noch in dieser einen dämlichen Kiste, wo, als wir da ins End sind? Ne, die haben wir rausgeholt, war das. Immer rausgeholt. Dann habe ich keine Ahnung. Ist, habe ich den da rein? Ja, ihr seid. Aha. Colored Block of Quartz. Das Schlimme ist, wahrscheinlich gefallen mir die Furnace Bricks wieder am besten. Furnace. Da die vom muss ich mal anschauen, wie sie hier ausschauen. Ich weiß nur vom Project RET, das sehen die ziemlich geil aus. Uppa. Ja, warum eigentlich nichts? Was kosten Seared Bricks nochmal? Genau. Aha. Okay. Seared Bricks. Grout. Kraut. Grout. Kraut. Ist, glaube ich, jetzt nicht die beste Lösung. Zu breit. Zu breit brauchen wir das ja gar nicht. Erstmal Licht machen, es wird schon wieder dunkel. Ich muss erstmal Platz schaffen in meinem Inventar. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das kann weg. Die bleiben. Die bleiben. Schrott kann weg. Wenn man die chiselt, was kommt denn dabei raus? Ach, das ist ja gar kein Chisel, verdammt. So. Was hältst du von denen? Einfach mal. So ganz doof. Naja, obwohl. Oberirdisch jetzt? Ja. Oh Gott, Die sehen nee. eigentlich gar nicht so schön aus. Die sehen in der Vorschau schön aus. Viel dunkler. So sehen die ziemlich kaputt aus. Wie heißen die anderen? Z-Tones. Zertons, haben wir die hier auch drin? Ja. Ja. Zählst du von Tank oder Vect? Wer? Bei Zetons, so heißt der Blocktyp. Oder Zthyl. Diese Namen. Ender Ja. Tank Frame. Was? Nee, in der Tank Frame nicht. Bit Grip Ah, ja. Mint Thread. Ja, es sind alles Was wolltest gut du? aussprechbare Namen. Tank, Tank. Ja, die dunkleren halt auf jeden Fall mal. Die dunkle Seite. Vect könnte interessant sein. Was hältst du von Tank 11? Tank 11, ja, genau sowas. Namen. Vor allem auch die Zahl in diesem Kreis, was man sich ja nicht gescheit lesen kann. Da brauchen wir ein Orphanix. Das kriegen wir hin. Und wie macht man das dann da draus? Ein Vect und ein Vect ist ein Zeton. Dafür brauchen wir eine Gastier. Das ist ein bisschen teuer. Moment, was? Wo, was? Also Orphanix, das Was? kriegen wir hin. Wenn wir aber ein Vect, also das Vect 0, craften wollen, was wir dazu brauchen, brauchen wir Z-Tone-Tiles, die wahrscheinlich nicht das Problem sind, ja. Ja. Aber auch eine Gastier. Wo denn? Im Rezept? Moment, ich bin jetzt bei Moment, Tank. Vielleicht hatte ich das falsch ausgewählt. Tank 11 braucht ein Tank 0. Ja, richtig. Und das Tank 0? Der Achso, ist Tank Tank. 0. Achso, Tank. Ich war bei. Ja, okay, Eisen ist besser. Ich war bei den Vect-Dingern. Die sind dunkler, aber ja. Dann nennen wir Tank, weil das Das Eisen ist ist ein eine. bisschen billiger, Ja, ja. der ist Wabina. Weckt. Okay, dann mache ich die Rezepte mal. Tatsache, Gast hier, ja.
Oh, freue ich mich, wenn ich die Schuhe wieder habe. Ich könnte natürlich auch den Hangglider wieder verwenden, aber. Bin schon wieder am Verhungern. Es geht hier so schnell, das ist der Wahnsinn. Ja, kaum macht man noch nichts, gell? Ist man den ganzen Tag am Nichtstun und schon hat man Hunger. Schrecklich. Aber dafür gibt es ein schönes Beef Wellington. So, also Tank 0 wollten wir dann machen. Jetzt mal auf, ganz blöd. Haben wir Spinat? Haben wir Dough? Und Mushroom bräuchte man noch. Haben wir Spinat im System irgendwo? Dann können wir nämlich unser eigenes Beef Wellington machen. Haben wir Spinat im System? Nö. So, wie ging denn? Was ist das? Wie Oder ging so. denn? Wie ging denn? Hier vielleicht noch irgendwie. Wohl nicht. Schade. Ach Gott, das ist lange her, dass ich irgendwas mit Thorncroft gemacht habe. So. Bist du oft krank? Echt mal. Lass uns die ganze Zeit hier allein. So, dann brauchen wir so ein komisches Orphanix. Okay, jetzt muss ich wieder rausfinden, wie mir das ging. Halt irgendwie, genau. Das war doch dieser Schmarrn. Ach, du gute Güte, okay. One Bucket of Lava, ein Bucket of Bill fehlt. Okay, dann brauchen Auf wir Bill fehlt. auf Bill. Was macht Bill denn hier? Bill? Bill? So, Dann mit Bucket dem of Bucket? Water kriegen wir schnell hin. Da haben wir ja ein bisschen was. Hallo, Mini-Schwalme und Mini-Hosen. Ich hoffe sehr, dass das ein Item ist, das sich nicht verbraucht, weil sonst wäre das ziemlich. Nee, niemals verbraucht sich das. Ja, braucht sich. Dieses komische Item für die Z-Tones, mit dem man sie umkonfiguriert. Flo, hast du den Tank gerade? Mit der Lava? Der hängt noch an dem Ding dran, am Schmelzmeltery, sorry, vergessen. Drüben. Ja. Ja, da schickt mich nur hin und her. Ich habe kein Staff of Traveling. Ich habe nichts, wo ich schnell laufen kann. Schickt mich nur hin und her. Machen wir. Warum denn nicht? Warum hast du nicht mal Staff of Traveling? Weil der nach irgendeinem, da wo die den Server abgedatet haben, weg war. Oh, cool. So, das macht Freude. Ja, voll. Und irgendwie habe ich es bisher noch nicht recovern können, weil wir ja keine Op-Rechte mehr haben, weil nach dem Update waren die Op-Rechte ja weg. Das sollten wir mal wieder beantragen. Wir haben da so eine Behörde. Oh Gott, Gott. deshalb dauert es ja so lange. Das ist ja das Problem. So, jetzt sind wir da. Oder habe ich denn jetzt? Okay, das Kann ja nur passt. schief gehen. Das brauchte ich jetzt noch richtig, richtig, richtig. Crafting. Cool, wir haben ein Rezept für eine Crafting Table. Geil. Da. Achso, jetzt macht das doch. Okay. Irgendwie verstehe ich diesen Button nicht. Da sagt er mir, es fehlt was, aber er hat es doch geholt. Na gut. Okay. So, dann testen wir das mal aus. Und wie ist es? Z-Town Teil. Ne, Z-Town Teil will ich nicht. Wie ist es? Das andere Ding. Das Tank? Tank. Tank passt. Tank 0. Da holen wir uns mal einen Stack. Ja, wie? Wir haben kein Stone Slab Rezept drin. Ehrlich? Tja, war wohl noch nicht so wirklich gebraucht. Mhm. Habe ich hier noch irgendwie Offensichtlich, weil sonst hätten wir es ja gemacht. irgendwo? Richtig. Aber jetzt bin ich noch langsamer, weil ich Hunger habe. Großartig. Dann isst doch mal was. Junge, Ja. Junge, isst doch was, damit du groß Genau. und stark wirst. Ja. So. Slap. Toll. Okay,
das heißt, ich brauche immer wieder Dark. So, die... Oh, ich habe einen ihrer Schaltungen gefunden. Ja, sehr gut. Der deaktiviert ist, weil der Autonomous Activator kein RF mehr hat. Wir haben einen Activator jetzt? Ja, wir haben einen Activator geschenkt bekommen. Das ist nett von Ihnen. Vielen Dank. Das war schon. Sehr gut. Cool. So, next try. Ach Gott, was war das? Wo ist das Ding hier? Und ich denke mal, die Bricks brauche ich nicht mehr vorerst. Das kann weg, das kann weg. Die zwei Sachen. Na? Ja? Da sind ja die Tanks. Sehr schön. Stunden später. Ja. Okay, und jetzt, wie ging das jetzt mit dem komischen Tank umbauen? Ist das ein Item, das ich da... Nee, das ist zwei Optionen. Entweder kannst du durchwechseln, glaube ich, mit Shift und Mausrad oder so. Oder Steuermausrad, irgendwie eine Taste. Alt, Control plus Scrollen, so rum, genau. Oder du kannst mit diesem Item die wahrscheinlich konfigurieren. Man kann mit denen einfach Cobblestone hinsetzen. Das ist ja eigenartig. Sehr geil. Ne, ist auch nicht. Das, was du jetzt gesagt hast, habe ich nicht verstanden. Das ist, Wenn du über das Ding gehst, siehst du, dass da steht Alt, Control plus Scroll. Alt, Control und Scroll. Ach du liebe Güte. Ja, das ist doch total ja toll. Hä? Nö, dann scroll ich nur nach, hole ich die Items nur nach oben. Geht das mit allen? Ah, cool, das wusste ich auch nicht. Nee, wenn du sie nicht im Inventar. Was ist los? Ja, nimm mal ein paar. Was, und wenn ich dann? Press Shift, right click to place cobblestone, sneak right. Da, Klick Tank 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Drückst, wählst das Ding halt aus und drückst Control und Alt und machst Mausrad. Du machst. Aha. Okay. Okay, was wollten wir? 11 hatten wir ursprünglich gesagt. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt da mal rüber und kopieren es aus, wie das aussieht. Schauen mal, wie die Disco aussieht. Ich hätte auch gesagt, von außen sieht es aus wie ein normales Haus und wenn man dann drin ist, sieht es aus wie eine Disco. So richtig fancy dann. Ja, ja, logisch. Oh, freue ich mich auf die schnellen Schuhe. Ich stelle jetzt mal so ein paar Tanks hin. Kein Stress. Dass wir mal gucken, was uns am besten gefällt. Du musst weitermachen. Wo bist du denn jetzt? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Achso, du hast jetzt oben angefangen. 15. Ich, sorry, ja. So verwirrend. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 hatten wir schon, gell? Ja. Mhm. Okay, das sind die Steine. Ich bleib bei 11. Ich finde 15 für den Boden finde ich nicht schlecht. Das ist so ein bisschen dezent. 14 ist auch nicht schlecht. Moment, ich mach mal hier ganz schnell so, dass wir uns noch dran erinnern. Ah, das hat so Kanten. Aber das haben, glaube ich, alle. Keine schöne Connected Texture. Also 9 und 8 finde ich scheiße. Das, der da und der da. Die sind kacke. Ja. Die machen wir mal gleich weg. Alles kacke. So, das ist auch komisch.
Das ist mehr so Belüftungsgitter da oben. Mit dem 2 kann man auch nichts anfangen. Ach du, was war das anenden. Was ist das 4? Mal schauen, verbindet sich das oder sind es dann. Ja, so ist das auch witzlos. Mm, no. Dann können wir die beiden auch weghauen. Das sieht mir aus wie Holz. Also ich finde eigentlich die 14 für Wände nicht schlecht, weil es einfach Bricks sind. Mhm, ja. Die würde ich fast sogar dann direkt setzen. Mhm. Und damit wir ein bisschen sparen. Machen wir ein bisschen Fusch am Bau. So. Dann haben wir diese. Also mit diesen Rändern gefallen die mir nicht. Das sieht doof aus. Stoof. Stoof. Sieht total stoof aus. Stoof aus. Aber eine Alternative fällt mir jetzt dazu auch nicht ein. Zumindest nicht bei den Z-Tones. Bei diesen jetzt hier. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, dann ist es halt ein bisschen gekachelt, ne? Ja. Das ist halt ein bisschen stoof. Ja. Stoof, genau. Also ich meine, oben dunkel, klar. Wenn wir unten gehen, können wir ja farbiger werden. Wollen wir dann noch andere? Irgendwas Buntes? Hier oben, oder wie? Oder nee, unten, wenn wir jetzt farbiger werden. Ja, wie gesagt, unten haben wir ja die. Ja, aber nicht komplett, oder? Möchtest du die überall? Ich hätte die halt für die Tanzfläche verwendet, aber nicht für die Bauern. Also, das hier zum Beispiel hätte ich später dann in die Wand reingesetzt, so in der Art. Also jetzt nicht hier okay, oben, aber nicht unten. Komplett. Du willst ja nicht die komplette Wand damit machen, oder? Nicht die komplette Wand, sondern nur so eine Gut. Bordüre. Da könnten wir ja so ein Zane oder was das auch immer ist, dazwischen legen, oder? Ein was? Schau mal auf die zweite Seite von den Zetons. So ein Zest, Zane. Zu eher irgendwie sowas. Gut Aussprache. Mint Reds. Ich glaube, wir haben ein bisschen anders Skalierung. Zion Zech. Ja, da können wir. Habe ich zweite gesagt? Ich meinte dritte. Ah. Da hatte mir irgendwie. Keine Ahnung. Wiener Zech. Zech. Ja, Zech. Irgendwie sowas. Also dunkel gehalten, aber mit Akzentfarben. Mhm. Im Grunde. Ja, die Zechdinger sind nicht schlecht, glaube ich. Die sind nee, ich meinte noch weiter. Was sind Aurora? Eigentlich ganz am Schluss die Zähne. Oh Gott. Wie spricht man denn ZTYL aus? Zty? Zty. 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 Das ist einfach durchnummeriert. Das ist kein Tüf. Name, das ist einfach Tüf. Eine ID. Ja, also ich habe auch den Eindruck. Also ZYTH meinst du? Tüff. Nee. Nein, aber die sind auch nicht schlecht. Ich meinte Zane. Z-A-N-E. Zane. Ja, die sind wuchtig, ne? Oder Zest. Z-I-S-T. Schön, dass man alles buchstabieren muss. Ja, aber das ist dann sehr bunt da unten, oder? Ich meine, Disco ist, finde ich, ist ja normalerweise schwarz, aber hat irgendwelche bunten Akzente. Das kommt ganz drauf an, was für eine Disco du bauen willst. Voll die Hippie-Disco. Ja, eben. Also, ich finde an sich jetzt die ZYTH-Dinger nicht schlecht. Da kann man nämlich... Ja, Entschuldigung. Da kannst du nämlich auch so ein bisschen abwechselnd die Dinger machen und es ist trotzdem dunkel und Good. Trotzdem bunt. Dann baue ich da mal welche, ja? Aber da brauchen wir jetzt. Ich baue, mach einfach mal 3 Stacks oder so. Da werden wir noch einige brauchen. Ja, Lager. Der Chunk wäre noch ganz praktisch, nicht? Was wollten wir jetzt? Ivo. 15. Chunksladen ist überbewertet. Ist das richtig? Ja. Ich höre Geräusche. Du bist falsch. So, jetzt mal kurz umtauschen, ob ich alles hab. Ich werde es anfangen. Komm ich unterirdisch durch. Ja, ist das der Wegpunkt vielleicht geladen? Ja, cool. Also es ist nämlich gerade so, dass der Eingang nicht im Chunk drin ist, aber der Request-Table ist noch im Chunk drin. Mhm. 10, 10. Also wir brauchen Styl. Dafür brauchen wir den da. Immer noch Zeta und Hells? Nein.
Da ist ein Rezept drin. Also im Logistik-Pipe-Ding. So, wie breit machen wir das jetzt? Haben wir 2, 4, 6, 7 breit. Dann müsste doch, wenn ich das jetzt richtig halbwegs. Irgendwie habe ich ein Problem, wenn Teile des Richtig Gebäudes in der Luft schweben. verstanden. Hast du den OFA-Nix im Inventar? Den habe ich im Inventar, aber den habe ich jetzt nicht gebraucht. Braucht man, Ja, muss der nur im Inventar sein? den brauchst du halt, wenn du es craften willst. Ich Nee, habe den brauchst du gar nicht. den Den habe ich brauchst nicht du. verwendet, aber ich hab ihn tatsächlich nicht verwendet. Ja, dann gib ihn mir mal bitte. Dann muss ich nämlich die nicht rausnehmen und umcraften. Ist in der Ender Pouch. Danke. So. Also. Ich finde es sehr schön, dass Hosenkorb eine Kirche baut. Wir bauen eine Disco. Mal. Gut. Jo, wie geht's denn dann schon? Mehr als Hälfte voll. Okay. Deswegen habe ich die mal verzaubert mit Feather Falling. Boah, ey. Ja. Wenn du mal kurz herkommst. Ich, Daniel. Hast du. Nee, nee. Du. Hast du 6 Level? Ja. Wunderbar, dann komm mal her. Wo ist? Beim Alter. Infusion. Dingens. Da Da fehlt noch ein Travel Point, definitiv. Ja, das ist bloß ein bisschen weit für den Travel Point. Das ist das Problem. Zwischenstopps. Das Ding kriegt definitiv ein Garagentor als Eingang. Ach, eine Decke Ich hoffe, brauchen dass wir. es funktioniert. Eine Decke Eventuell brauchen wir ja auch funktioniert noch. nicht, werden wir dann sehen. So, dann leg mal deine Schuhe in der Mitte da drauf auf den Altar. Direkt in der Mitte. Sollten in der Mitte auf das mittlere Ding, ja. Und dann stelle ich mal irgendwo Hier. in der Nähe zum Altar hin. Also, doch Bitte. in der Nähe. Ja. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert, ob es auf den Caster geht oder ob es auf das, die nächste Einheit geht. Schau mal. Ich habe gerade Es Level geht auf jeden. abgezogen Wunderbar. bekommen. Genau. Gut. Keine Wunder. Es tut ein bisschen weh, aber es Ja, geht schon. ich hatte mehr als ein Herz. Ja, das hatte ich jetzt gehofft. Da ist einfach ein Futura-Block, oder? Da wird auch. Obwohl, wie sehen die denn aus? Also die Futura-Blöcke, die sind, haben also diese netten Was passiert gerade? Farben. Otto kommt rein. So, jetzt kommt der Anvil rein und dann kommt noch das Ah, da ja, rein und dann okay. hast du tolle Schuhe, die dann auch noch drauf ein Repair-Enchantment haben. Cool, ich kann es jetzt nehmen, oder? Ja. Solltest du einfach rechts klicken. Dann. Hab wahrscheinlich drüber. Repair One. Das heißt, die reparieren sich jetzt automatisch oder wie? Genau. Oder Also coole prinzipiell, wenn Sache. du noch 12 Level hast und nicht genug Zeug von Gedöns oben hab, dann könnten wir das jetzt auch noch auf Stufe 2 upgraden, aber. Ich Ich glaube, glaube, das so, reicht erstmal. also wenn die sich wirklich langsam reparieren, dann reicht So habe mir ich es das. verstanden. So habe ich es verstanden. Aber vielleicht funktioniert es auch nicht. Who knows? Ich schau mal, also gerade sind es 217. Mhm. Also Haltbarkeit. Cool, Dankeschön. Jo. Ich habe hier eine fancy Decke gebaut. Die leuchtet. Also sie leuchtet nicht wirklich, aber sie sieht so aus, als würde sie leuchten. Muss ja nicht hoch sein hier. Das ist ja nur. Also es könnte sein, dass es nicht funktioniert. Und dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du keinen Sauerstoff dabei hast. Aber prinzipiell. Dann brauche ich halt irgendwann mal einen Zauberstab. Richtig. Und da kommt Das lässt sich definitiv mal ein einrichten. Flachdach drauf. Wo ist denn mein Remote-Teil? Da ist es. Wenn ich irgendwann merke, oh, das Ding geht kaputt. Genau. Daniel, willst du auch kurz herkommen? Ja. Dann machen wir das gleiche für dich auch noch. Dauert nur ein bisschen, bis ich da bin. Ja. Keine Eile. Also, Ja, Tüll brauche ich. natürlich keine Eile, weil es ist ja unsere relaxing Genau. Episoden-Wochenfolge, wo wir nicht viel tun. In dem Gebäude überirdisch oder durch den Gang durch? Hier in den Keller kommen. Ja, Hallo. komm. Gott.
So. Das ist total bescheuert hier, deine. Deswegen sind am Boden Speedbooster, egal. Genau, stelle ich mal in die Nähe vom Altar. Mhm. Ja. In die Nähe. Geh da hin. Meine ich, genau. So. Ach komm, es sind das von mir, der Arsch. Nimm zum Daniel. Was denn? Na gut, egal. Deine Schuhe werden gerade verzaubert. Ah, wahrscheinlich geht's von dem, der das Ding in der Mitte reinlegt. Ah, das könnte sein. Okay. Again, what learned. Mhm. So. Und dann? Jetzt war das noch kurz. Bis es da aufhört zu funkeln. So, jetzt kannst du die Stiefel rausnehmen und hast deine tollen neuen Stiefel. Oh mein Gott. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt mal drum kümmern, dass ich euch irgendwie tragbare Magie organisiere. Das wäre cool. Repair one, protection one. Oh, schnell laufen. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich hier nicht... Hier mit dem ganzen Lava bin ich ein bisschen... Schauen wir mal, es gibt doch irgendwie... Ah, toll, ich bin wieder ein bisschen schneller. Ah, oh, herrlich. Es gab doch irgendwie ein Amulett dafür, dass das Zeug stort. Das müsste doch auch gehen dann. Was haben wir denn am meisten farbelig? Wie sehr hättest du mich gehauen, wenn ich jetzt instant nach dem Anziehen der Schuhe unten in die Lava gefallen wäre? Du hättest keinen neuen gekriegt. Oh. Oh, schnell bewegen ist toll. Herrlich. Vielen, vielen Dank. Sowieso. So, wo versteckt sich das Amulett? Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, wo ich was craften kann, aber ich weiß, dass es gibt. So, mein Inventar ist leicht voll. Zum Glück ja nur leicht. Ja, weil ich jetzt 10.000-fach die ganzen einzelnen Blöcke, jeweils einen Block so, drin habe. So, wir brauchen irgendwelche Auroras. Auroras? Mhm. Nein. Yep. Ah, da. Research. Oh. Was machst du gerade, Jojo? Du machst die... Blöcke, oder? Ich mach die Züts. Die Züts. Die what? Die Züs. Achso. Wir sollten die standardmäßig buchstabieren. Sehr langweilig, da versteht man ja, was der andere will. Auch wahr. So, einmal Aurora, außenrum Zit. Und dann rechtsklicken. Nein. Was habe ich jetzt nicht mehr? Ah, keine Zitylen mehr. So, gut, dann hätte ich jetzt hier 4, 5 Stacks Zyth. Gesundheit. Danke. Meine Zunge ist irgendwo anders. Ich kann nicht mehr springen. Damit bin ich schon wieder übergegangen. Oh. Dann ist noch vielen Dank fürs Zuschauen und mich zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ach Gott. Ach, das heißt Tschüss. Die können bloß nicht schreiben. Ah, wir winken demnächst nur noch mit den Dingern. Na dann. Tschüss. Moment, wieso habe ich jetzt... Doch nicht. Tschüss. Ah, ich habe die einzigen anderen, die genommen. Tschüss. 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 Tschüss.